Im letzten Teil unserer Videoserie haben wir erfahren, dass in der Bibel ein weltweites religiöses System unter der Symbolik einer Hure vorhergesagt wurde, das die Menschen zu einem falschen Christentum verführt. Dieses von Gott in Wahrheit abgefallene System haben wir als das Papsttum identifiziert. Wir hatten festgestellt, dass das Papsttum nicht nur Gottes Gebote verändert hat, sondern sogar Millionen aufrichtiger Christen durch die Inquisition zu Tode gebracht hat. Jesus selbst hatte seine Nachfolger gewarnt. Hütet euch vor den falschen Aposteln in Schafskleidern, denn innerlich sind sie reißende Wölfe. Obwohl die Kirche heute eingestehen muss, dass Fehlurteile getroffen wurden, hat man bis heute kein einziges der Ketzerurteile rückgängig gemacht. Auch eine Wiedergutmachung an die Nachkommen der Opfer wurde nicht geleistet. Darüber kann auch die öffentliche Entschuldigung des Papstes für die Verfehlungen der Kirche im Mittelalter nicht hinwegtäuschen. Die Glaubenslehren, die zur Inquisition führten, und auch die damaligen Urteile werden bis heute von der Kirche vertreten. Wahre biblische Reue bedeutet, getanes Unrecht wieder gut zu machen. Aber genau dies kann die Kirche nicht tun. Denn würde sie nur eine der falschen Glaubenslehren oder eines der damaligen Fehlurteile rückgängig machen, würde sie damit zugeben, dass die Päpste keinesfalls unfehlbar waren, sondern tausendfache Fehlentscheidungen und Fehlurteile getroffen haben. Dies einzugestehen, käme aus der Sicht des Vatikan einer Selbstzerstörung gleich. Würde man tatsächlich eingestehen, dass die Päpste in Wirklichkeit doch fehlbar waren, so würde damit das gesamte Glaubensgebäude der Kirche in sich zusammenbrechen. Denn welcher von den Päpsten verkündeten Glaubenslehren sollte man dann noch Glauben schenken? In diesem Zusammenhang wird auch verständlich, warum der Vatikan bis heute davor zurückschreckt, seine Geheimarchive vollständig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Was hat man zu befürchten? Welche brisanten Geheimnisse der Vergangenheit und Gegenwart werden in diesen streng verschlossenen Archiven gehütet, dass man sich fürchtet, sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen? Kardinal Ratzinger, engster Vertrauter des Papstes und Leiter des Geheimarchivs, wird die Gründe dafür kennen. Trotz aller Verfehlungen und Widersprüche macht die katholische Kirche bis heute geltend, dass es außerhalb von ihr kein Heil gibt und dass nur in ihr die ganze Fülle der Gnadenmittel zur Errettung erlangt werden kann. Doch im Gegensatz zu dieser Verlautbarung macht uns Gott in seiner Botschaft in Offenbarung 14 deutlich, dass das neuzeitliche Babylon in Wahrheit längst gefallen ist und dass die Sünden der Kirche keinesfalls vor ihm verborgen sind, sondern bald ihre gerechte Bestrafung finden werden. Die Botschaft Gottes vom Fall Babylons trifft übrigens auch auf protestantische Kirchen zu. Denn erinnern wir uns, in Offenbarung 17, Vers 5 wird ja gesagt, dass Babylon die Mutter der Huren ist. Die Töchter der Mutterkirche müssen solche Kirchen sein, die den unbiblischen Lehren der Mutterkirche, wie zum Beispiel der Sonntagsheiligung, folgen und sich wieder mit der Mutterkirche verbinden. Genau diese biblisch vorhergesagte Vereinigung der abgefallenen Kirche können wir heute in der Ökumene beobachten. So erklärte beispielsweise der evangelische Bischof Engelhardt gegenüber dem Vatikan, dass die evangelische Kirche es begrüßen würde, wenn man die Lehrverurteilung Luthers gegen die katholische Kirche der Vergessenheit anheimgeben würde. Mit dieser Erklärung des evangelischen Bischofs wurde nicht nur die Reformation Martin Luthers rückgängig gemacht, sondern zugleich die Irrlehren der katholischen Kirche durch den evangelischen Bischof direkt gerechtfertigt und die biblische Wahrheit zu Boden geworfen. Durch die Äußerung Engelhardts wird klar, dass die evangelische Kirche eine Tochter Babylons geworden ist, ebenso wie die anderen protestantischen Kirchen, die sich heute im Rahmen der Ökumene mit Rom verbünden. Während Reformatoren wie Martin Luther zur Trennung von den Irrlehren Roms aufriefen und im Papst den Antichristen erkannten und unzählige Christen bereit waren, im Kampf für die Glaubensfreiheit lieber auf dem Scheiterhaufen der Inquisition zu sterben, als den katholischen Glauben anzunehmen,
distanzieren sich heute die protestantischen Kirchen nicht nur von der Reformation, sondern sie schmähen zugleich die Menschen, die bereit waren, ihr Leben für die Glaubensfreiheit zu lassen. Doch so wie Gott in der Vergangenheit die Sünden des antiken Babylons heimgesucht hat, so wird er auch die Sünden des neuzeitlichen Babylons heimsuchen und es am Ende der völligen Zerstörung preisgeben. Wie wir in Offenbarung Kapitel 18 erfahren. Damit aber die wahren Christen, die heute noch in diesen abgefallenen Kirchen sind, vor Gottes Strafgerichten verschont bleiben, ruft Gott in seiner Liebe heute jeden Christen auf, diese abgefallenen Kirchen endgültig zu verlassen. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr, geht hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Wenden wir uns nun der dritten Botschaft in Offenbarung 14 zu. Dort heißt es: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Zeichen seines Namens annimmt. Diese dritte Botschaft enthält die ernsthafteste Warnung Gottes, die jemals Menschen gegenüber ausgesprochen wurde. Diese Botschaft zu kennen und zu verstehen, sollte deshalb für jeden Menschen äußerste Wichtigkeit besitzen. Bevor wir nun herausfinden, was das Mahlzeichen bedeutet, wollen wir zunächst das Tier betrachten, vor dessen Anbetung uns Gott warnt. In Offenbarung Kapitel 13 wird uns dieses Tier zum ersten Mal vor Augen geführt. Der Prophet Johannes sah es dort aus dem Meer heraufsteigen. Aus der Symbolsprache der Bibel wissen wir, dass ein Tier ein Königreich darstellt. Meer oder Wasser bedeuten Völkerschaften und Nationen. Das Königreich, das durch dieses Tier dargestellt wird, muss also zwischen den Nationen Europas hervorkommen. Beim näheren Betrachten der Eigenschaften des Tieres stellen wir fest, dass Johannes auch hier in Offenbarung 13 das Papsttum beschreibt. So wie die Hure Babylon sieht er dieses Tier ebenfalls als gotteslästerliche Macht emporwachsen und Christen verfolgen. Johannes sah auch, wie dieses Tier, also das Papsttum, weltweit angebetet werden würde und dass es 42 Monate herrschen sollte. Aus verschiedenen Bibelstellen wissen wir, dass in der Prophetie ein Tag ein wirkliches Jahr bedeutet. Da man früher in Mondjahren rechnete, zählte ein Monat immer 30 Tage. Wenn man nun die 42 Monate in Tage umrechnet, kommt man auf 1260 Tage. Da in der Prophetie ein Tag in Wirklichkeit ein Jahr bedeutet, muss diese Macht also in Wirklichkeit 1260 Jahre regieren. Nach dieser Zeit sollte es dann, wie wir aus Offenbarung 13, Vers 3 erfahren, eine tödliche Wunde empfangen und dadurch seine Herrschaft zunächst enthoben werden. Genau dies erfüllte sich ebenfalls in der Geschichte des Papsttums. Nachdem das Papsttum vom heidnischen Rom seinen Thron und seine Macht bekam, wuchs es zwischen den Nationen immer weiter zu einer vorherrschenden Macht in Europa empor. Wie von Johannes prophezeit, dauerte die päpstliche Vorherrschaft in Europa tatsächlich 1260 Jahre. Diese Vorherrschaft begann mit dem Dekret Justinians, welches den Papst zum Oberhaupt aller Kirchen, zum Bestimmer der Lehren und zum Richter über alle Ketzer erklärte und dem Sieg Roms über die Ostgoten im Jahr 538 nach Christus. Diese Vorherrschaft sollte aber nach den Aussagen des Propheten Johannes 1260 Jahre später enden. Dies geschah im Jahr 1798 mit der Gefangennahme von Papst Pius durch die französischen Truppen Napoleons.
Rom wurde zur Republik erklärt und damit war die Vorherrschaft des Papsttums gebrochen. Wie von Johannes prophezeit, hatte das päpstliche System seine tödliche Wunde empfangen. Doch in Offenbarung 13 schildert uns Johannes weiter, dass diese tödliche Wunde wieder heilen würde. Dies geschah unter anderem im Jahr 1929 mit dem Lateranvertrag, der zwischen dem Vatikan und der faschistischen Regierung Italiens unter Mussolini geschlossen wurde. Der Vatikan erhielt damals das Grundstück des heutigen Vatikanstaates, eine großzügige finanzielle Unterstützung sowie alle diplomatischen Rechte eines souveränen Staates. Darüber hinaus wurde der katholische Glaube in Italien zur Staatsreligion erklärt. Als Gegenleistung rief die katholische Kirche ihre Gläubigen zur Unterstützung der faschistischen Regierungen Italiens, Spaniens und Hitlerdeutschlands auf. Männer wie Mussolini, Hitler und Franco wurden vom Papst und von Bischöfen gepriesen und öffentlich als göttliche Vorsehung bezeichnet. Im Zusammenhang mit den Bündnissen, die die Kirche mit den damaligen Regierungen einging, ist es auch nicht verwunderlich, dass Papst Pius zum Massenmord der Deutschen an den Juden schwieg, obwohl er einer der ersten war, die durch polnische Priester von dem Mord an den Juden erfuhren. Aber wie hätte Papst Pius auch gegen den Judenmord argumentieren sollen? War es doch die katholische Kirche selbst, die über Jahrhunderte hinweg in Europa den Judenhass geschürt und Juden als Christusmörder bezeichnet und sie über lange Zeit grausam verfolgt hatte. Das Schweigen von Pius und vor allem die unheilige Allianz mit den damaligen faschistischen Regierungen wirft bis heute Fragen auf und lässt das Papsttum, das sich immerhin als moralischer Führer der Welt ausgibt, in einem zweifelhaften Licht erscheinen. Tatsache ist, dass der Vatikan seit 1929 wieder erheblich an Macht und weltweitem Einfluss zugenommen hat. Offenbarung 13, Vers 3 sagt dazu: Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Dies ist, was 1929 geschah und auch heute noch geschieht. Schauen Sie nur, wie die ganze Welt auf Papst Johannes Paul II. Blickt. Er ist der populärste Papst aller Zeiten. Sehen Sie, wie er verehrt wird, welch ein Aufwand betrieben wird, wo immer er erscheint. Die Menschen sind regelrecht ausgelassen, wo immer er in dieser Welt auftritt. Die Führer der Weltmächte bezeichnen ihn sogar als den religiösen Führer der Welt. Wir erleben heute, wie sich Offenbarung 13, Vers 3 direkt vor unseren Augen erfüllt. Nach diesem ersten Tier aus Offenbarung 13 sah Johannes noch ein zweites Tier, diesmal aus der Erde emporkommen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde heil wurde. Während das erste Tier aus dem Meer, also zwischen den Nationen, emporkam, sah Johannes das zweite Tier aus der Erde aufsteigen. Da Erde das Gegenteil von Meer ist, muss diese Nation also in relativ unbewohntem Gebiet entstanden sein. Anstatt also andere Königreiche zu stürzen, um deren Stelle einzunehmen, muss diese Nation allmählich und relativ friedlich emporkommen. Nur eine Nation fing an, groß zu werden, während das erste Tier, also das Papsttum, seine tödliche Wunde 1798 empfing. Und dies ist keine andere Nation als die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Ende des 18. Jahrhunderts die amerikanische Verfassung verabschiedet wurde, war die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika gekommen. Das Tier mit den lammähnlichen Hörnern, das Johannes in seiner Vision sah, könnte übrigens durchaus ein amerikanischer Büffel gewesen sein. Die Hörner symbolisieren die beiden Grundprinzipien der USA: Demokratie und Religionsfreiheit. Aber Johannes sah, dass dieses Tier, also die USA,
schon bald reden würde wie ein Drache. Während das Lamm in der Bibel ein Symbol für Christus ist, wissen wir aus Offenbarung 12, dass der Drache ein Symbol für Satan ist. Die lammähnlichen Hörner einerseits und die Drachenstimme andererseits weisen also auf einen deutlichen Widerspruch zwischen dem christlichen Bekenntnis und der Handlungsweise dieser Nation hin. Dass Amerika reden würde wie ein Drache, kann deshalb nichts anderes bedeuten, als dass es Gesetze schaffen würde und auch Handlungen begehen würde, die seinem christlichen Bekenntnis völlig widersprechen. Tatsächlich können wir dieses Verhalten Amerikas in der Geschichte, aber auch zunehmend in der Gegenwart beobachten. Wie von Johannes prophezeit, baut Amerika heute nicht nur verstärkt seine diplomatischen Beziehungen zum Papsttum aus, sondern Amerika beansprucht auch zunehmend für sich die Rolle der Weltpolizei. Immer öfter setzen die USA weltweit ihre politische und wirtschaftliche Macht ein, um ihre Interessen durchzusetzen. Notfalls sogar unter Androhung und Einsatz ihrer militärischen Macht. Der Krieg am Golf und nicht zuletzt der Einsatz im Kosovo machen deutlich, wie schnell Amerika bereit ist, seine politischen, wirtschaftlichen, aber auch strategischen Ziele und Interessen militärisch durchzusetzen. Aber Johannes sah noch mehr. Er sah, dass Amerika am Ende der Tage eine ähnlich unduldsame und christenverfolgende Macht sein würde, wie es das Papsttum im Mittelalter war. Denn er sagte in Offenbarung Kapitel 14 über Amerika voraus, dass es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, also das Papsttum, anbeten. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Amerika seine Macht und seinen Einfluss dazu gebrauchen wird, einen Glaubensgehorsam zu erzwingen, welcher dem Papsttum huldigt. Wie kann es aber dazu kommen, dass Amerika dazu beitragen wird, dass das Papsttum angebetet wird? Um diese Frage zu klären, müssen wir die Kirchengeschichte betrachten. Um die Gewissen der Menschen zu beherrschen und die Einheit des Staates zu gewährleisten, wurde die christliche Religion, die zunehmend mit heidnischen Bräuchen vermischt wurde, zur Staatsreligion erklärt. Diese unbiblische Verbindung von Staat und Kirche war es auch, die die Inquisition im Mittelalter überhaupt erst möglich machte. Das Papsttum benutzte damals den Staat, um seine Interessen, vornehmlich die Verfolgung und Tötung der Andersgläubigen, der sogenannten Ketzer, durchzusetzen. Eine ähnlich schreckliche Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche sah der Prophet Johannes nun auch für die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, also für unsere Zeit, voraus. Denn er sah, dass das zweite Tier aus Offenbarung 13, also die USA, seine weltweite Macht benutzen wird, um die Bewohner der Erde dazu zu bringen, das Papsttum anzubeten und ein Abbild der päpstlichen Macht zu schaffen. Denn wir lesen in Offenbarung Kapitel 13, Vers 11 bis 14: Und es sagt denen, die auf Erden wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Wie aber soll dieses Abbild des Papsttums aussehen? Nun, was bedeutet ein Bild? Im antiken Rom wurden die Kaiser auch als Götter verehrt. Von den Kaisern wurde ein Bild angefertigt, vor welchem die Bürger in Anbetung niederfallen mussten. Jeder, der die Anerkennung des Kaisers als Gott ablehnte, wurde getötet. War es nun wirklich der Kaiser, vor dem die Menschen niederknieten? Natürlich nicht, es war nur ein Abbild, ein Bildnis von ihm. Es wurde gemacht, ihn zu ehren und seine Eigenschaften darzustellen. Und genau das macht uns das Bild des Tieres verständlich. Das Bild des Tieres ist nicht genau das erste Tier, also das römische Papsttum. Das Bild des Tieres ist etwas, das dem Papsttum sehr ähnlich ist. Es ist die Verbindung der Kirchen in der Ökumene, die sich mit dem Staat verbinden, um religiöse Gesetze durchzusetzen.
der Prophet Johannes, sah damit nichts anderes voraus, als dass kurz vor Christi Wiederkunft der Glaubensabfall auch in den protestantischen Kirchen so groß sein wird, dass sie die Hilfe des Staates zur Erzwingung ihrer Lehrsätze in Anspruch nehmen werden, so wie es das Papsttum im Mittelalter getan hatte. Aus dieser heute für alle sichtbar zunehmenden Verbindung zwischen Kirche und Staat sah Johannes dann eine erneute Christenverfolgung entstehen. Die Bibel macht uns damit deutlich, dass von Amerika ausgehend weltweite religiöse Gesetze eingeführt werden, die zu einer erneuten Christenverfolgung führen werden. Dies hört sich jetzt sicherlich für viele Menschen unglaublich und unvorstellbar an. Wie kann es kommen, dass das moderne und demokratische Amerika dazu beitragen wird, Christen zu verfolgen? Nun, warum und wie es dazu kommen wird, macht uns die Bibel in Offenbarung 13 in den Versen 16 bis 18 deutlich. Hier wird von Amerika gesagt: Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Zeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Zeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Bevor wir näher betrachten, was das Malzeichen ist, wollen wir zunächst aufdecken, was die geheimnisvolle Zahl 666 bedeutet. Wir hatten ja erkannt, dass das beschriebene erste Tier ein Symbol für das Papsttum ist. In Vers 18 erfahren wir nun, dass die Namenszahl dieses Tieres, die 666, eines Menschenzahl ist. Der Mensch, der an der Spitze der päpstlichen Hierarchie steht, ist kein anderer als der Papst. Sein offizieller Amtstitel lautet Vicarius Filii Dei, was übersetzt heißt Stellvertreter des Sohnes Gottes. Erstaunlicherweise besitzen im Lateinischen einige Buchstaben gleichzeitig einen Zahlenwert. Ordnet man nun den einzelnen lateinischen Buchstaben des Amtstitels des Papstes Vicarius Filii Dei ihren jeweiligen Zahlenwert zu und addiert diese Zahlen, so kommt man auf folgendes unglaubliches Ergebnis. 6, 6, 6. Diese Namenszahl 666 ist ohne Zweifel ein weiteres Merkmal, das Gott uns gegeben hat, um den Antichristen zu identifizieren. Was hat es nun aber mit dem Malzeichen des Tieres auf sich, von dem wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 und 17 gelesen haben und das von Amerika ausgehend am Ende fast die ganze Menschheit annehmen wird? Um genau zu verstehen, was das Malzeichen des Tieres ist, wollen wir zunächst die Menschengruppe untersuchen, die nicht das Malzeichen des Tieres angenommen hat, sondern die das Siegel Gottes trägt. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 12 werden diese gottestreuen Menschen als solche beschrieben, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Der Unterschied zwischen wahrer und falscher Anbetung Gottes hat also unmittelbar mit dem Halten der Gebote Gottes zu tun. Was ist nun das Siegel Gottes? Ein offizielles Siegel weist immer drei Bestandteile auf. Erstens den Namen des Inhabers, zweitens seine offizielle Stellung und drittens
sein Herrschaftsgebiet. So zum Beispiel Johannes Rau, Bundespräsident von Deutschland. Das Siegel Gottes oder sein ewiges Bundeszeichen finden wir im 4. Gebot Gottes, dem Sabbatgebot, wieder. Allein in diesem Gebot Gottes finden wir auch die Kennzeichen des göttlichen Siegels. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Erstens, wir finden hier sogar den Namen Gottes, der Herr, dein Gott. Zweitens, als auch seine offizielle Stellung, Schöpfer. Und drittens, auch sein Herrschaftsgebiet, Himmel und Erde. Im 2. Buch Mose, 31, Vers 13, wird der Samstagsabbat sogar ausdrücklich als Zeichen Gottes beschrieben. Haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und euch und euren Nachkommen, dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Nicht nur Jesus hielt und beachtete diesen wöchentlich wiederkehrenden Samstagsabbat, sondern auch die Apostel, seine Jünger, sowie die ersten christlichen Gemeinden hielten den Samstag besonders heilig. Obwohl Jesus die Unveränderlichkeit der 10 Gebote hervorhob, hat die katholische Kirche dieses ausdrückliche Gebot Gottes verändert, wie wir zuvor betrachtet haben. Können wir auch verstehen, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Das Mahlzeichen des Tieres ist nichts anderes als die von der katholischen Kirche eingeführte Sonntagsheiligung, die dem Siegel Gottes, der Sabbatheiligung, gegenübersteht. Viele aufrichtige Christen beobachten heute den Sonntag in der Meinung, dass sie dadurch den Sabbat des 4. Gebotes Gottes feiern. Gott nimmt ihre Redlichkeit und Aufrichtigkeit auch sicherlich an. Denn die Zeit der Unwissenheit übersieht Gott. Doch in dem Moment, wo sie die Wahrheit über die Veränderung des Sabbats in den Sonntag erfahren und erkennen, dass der Sonntag nicht der von Gott verordnete Ruhetag ist, erwartet Gott von jedem Christen, dass er von seinem Irrweg umkehrt und auch diesem Gebot Gottes gehorsam zollt. Diejenigen aber, die trotz besseren Wissens an der päpstlichen Sonntagsheiligung festhalten, und damit bewusst Gottes Gebot übertreten, nehmen das Mahlzeichen des Tieres an und werden dann auch Teilhaber der letzten Plagen Gottes. Sie zollen Rom mehr Gehorsam als dem Herrn Jesus Christus, der erklärte: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten.